Hi, hier ist wieder der Lars für Android Next unterwegs in Las Vegas und hier habe ich die neue Samsung Galaxy Camera 2. Die wurde schon vor ein paar Tagen offiziell angekündigt, jetzt gibt es das Ding mal in Natura zu sehen hier. Und wer die erste Samsung Galaxy Camera kennt, der wird ja auf jeden Fall ein paar Verbesserungen finden. Zumindest optisch hat sich hier einiges getan. Man hat hier jetzt auf der Oberseite Metall, hier hat man so einen leichten Kunststoffrahmen, der darum geht, aber es so relativ nahtlos rübergeht. Insofern stört einen das nicht wirklich, deswegen macht es auf jeden Fall einen wertigeren Eindruck. Auf der Front hat man halt wieder hier diese Lederoptik, die man auch schon vom Note 3 und von diversen anderen Geräten inzwischen kennt. Macht das Ganze aber irgendwie wertig. Also hier hat es was, vor allem ist es dadurch auch relativ griffig. Das finde ich immer wichtig bei Kameras, dass die einem nicht aus der Hand flutschen. Das funktioniert schon ganz gut. Dann hat man hier wieder einen 21-fachen optischen Zoom. Wenn man das jetzt mal anmacht, dann zoomt das ganz schön weit raus. Mal schauen, dauert eine Weile. So, ihr seht es, das geht schon ganz schön weit raus, eigentlich wie bei der ersten Galaxy Camera. Dann hat man auf der linken Seite NFC, hier hat man einen Lautsprecher und Mikrofon. Auf der rechten Seite hat man einen Micro-USB 2.0 Port und hier einen 3,5 mm Klinkenstecker. Auf der Oberseite hat man hier mit dem Ding die Möglichkeit zu zoomen, also mit der Schaltwippe. Das funktioniert auch wie gehabt relativ gut. Es ist halt immer so eine Sache, wer einen manuellen habt, einen mechanischen Fokus gewöhnt ist ohne Motor, der findet das hier halt immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es funktioniert ganz gut. Es ist keine schlechte Nummer. Power, hier hat man den Blitz. Das ist halt so ein Kick-Out-Blitz. Der ist ein bisschen wibbelig. Also wenn man sich das anschaut, ist das jetzt nicht so irgendwie ein Wunderwerk der Stabilität. Aber das ist okay. Ich denke mir, das reicht für diese Zielgruppe von so Kameras aus. Unter der Haube hat man hier wieder einen 16-Megapixel auflösenden BSI CMOS-Sensor. Ob das jetzt ein besserer Sensor ist als in der ersten Galaxy Camera, weiß ich derzeit nicht. Ich versuche das noch irgendwie in Erfahrung zu bringen. Ich hoffe es eigentlich, weil das war einer der Kritikpunkte. Man kann an der Software immer noch was verbessern, aber der Sensor, der war bei der ersten Galaxy Camera nicht das Nonplusultra. Allerdings muss man sagen, es ist jetzt nicht die Kamera, die unbedingt an die absoluten Fotoenthusiasten gerichtet ist, sondern ich glaube, das ist eher sowas für normale Nutzer, die Bock haben, ein paar einfache Bilder zu machen, und da ist die Kamera schon nicht verkehrt. Von der Bildqualität muss man da leider je nachdem ein paar Abstriche machen. Aber wenn man dann dafür wieder so in den Modi guckt, da habe ich hier den Smart Modi und der ist ein bisschen aufgeräumter hier. Hier habe ich jetzt verschiedene Kategorien und da kann ich halt sehr viel relativ einfach mitmachen, auch wenn ich keine Ahnung habe, was es jetzt mit Blende, ISO, Verschlusszeit und Co. auf sich hat, kann ich damit schon relativ weit kommen. Das hat schon was. Unter der Haube hat man außerdem jetzt einen größeren Akku. Der war einer der Kritikpunkte bei der ersten Galaxy Camera. Der hat ja 2000 mAh, sollte also entsprechend ein bisschen länger halten. Außerdem hat man einen Quad-Core jetzt unter der Haube mit 1,6 GHz. Ich schätze mal, das ist der gleiche, wie auch in der Samsung Galaxy Next zum Einsatz kommt. Dann hat man noch 2 GB RAM. Ist auch ein bisschen mehr, insofern läuft hier alles flüssig. Wenn ich jetzt mal reingehe in das Menü, dann sieht man auch, dass mit Android 4.3 an Bord hier eines der aktuelleren Betriebssysteme, jetzt nicht das aktuellste überhaupt auf dem Markt ist, drauf ist, und mit der alten Android-Iteration, da kann man jetzt nicht viel verkehrt machen. Das läuft alles relativ schnell, das macht auch Spaß. Der Preis liegt bei 449 Euro, wenn ich es richtig mitbekommen habe, UVP für die Wi-Fi-Version. Ist halt so eine Sache. Für die normalen Nutzer ist das vielleicht ein bisschen zu viel, aber bei der ersten Galaxy Camera ist der Preis auch relativ schnell verfallen. Ist halt so, muss man sich ein bisschen überstreiten. Am Display wurde nichts geändert, es sind immer wieder 4,8 Zoll mit einer 27p Auflösung. Das macht wirklich Laune. Der normale Nutzer kennt halt sein Smartphone, der kennt Android, und wenn er dann hier eine Kamera hat mit einem ähnlich großen Display und mit Android drauf, der fühlt er sich direkt wohl. Da kann man das relativ einfach bedienen. So, auf der Unterseite haben wir noch den ganz normalen, das normale Stativgewinde. Hier haben wir dann, wenn ich das jetzt mal aufmache, hat man einen HDMI-Anschluss. Den kann man hier auch über so eine Zusatzklappe erreichen. Micro-HDMI, dann hat man hier ein SD-Kartenport, Micro-SD. Und das war es dann auch. Ich bin eigentlich relativ angetan davon, weil optisch hat sich hier einiges getan. Es ist ein bisschen flacher, ein bisschen schlanker, ein bisschen schöner. Es ist ein bisschen mehr Lifestyle-Produkt, um es mal so auszudrücken. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass am Prozessor nichts gemacht, Sensor nichts gemacht wurde, weil der war einer der Hauptkritikpunkte bei der ersten Samsung Galaxy Camera. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, der erste Eindruck von der Samsung Galaxy Camera 2 hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ich bin für Android Next noch ein bisschen länger in Las Vegas unterwegs, da würden wir uns sicher das ein oder andere Video noch machen. Zur Not beantworte ich die Fragen einfach im Video. Und falls nicht, sieht man sich die Tage wieder im Blog. Ciao!